auf den Erlösertod Christi, hast du die selige Jungfrau Maria schon im ersten Augenblick ihres Daseins von jeder Trennung von dir bewahrt, um deinen Sohn eine würdige Wohnung zu bereiten. Höre auf ihre Fürsprache, öffne unser Herz und erhalte uns in deiner Gnade, damit wir mit deinem Herzen zu dir bitten. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Wir hören eine Lesung aus dem Buch Genesis. Nachdem Adam vom Baum gegessen hatte, rief Gott, der Herr, ihm zu und sprach: Wo bist du? Er antwortete: Ich habe deine Schritte gehört im Garten. Da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin, und versteckte mich. Darauf fragte er: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, davon nicht zu essen? Adam antwortete: Die Frau, die du mir beigesellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben, so habe ich gegessen. Gott, der Herr, sprach zu der Frau: Was hast du getan? Die Frau antwortete: Die Schlange hat mich verführt, so habe ich gegessen. Da sprach Gott, der Herr, zur Schlange: Weil du das getan hast, bist du verflucht unter allem Vieh und allen Tieren des Feldes. Auf dem Bauch wirst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Und Feindschaft setze ich zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er trifft dich am Kopf, und du triffst ihn an der Ferse. Adam gab seiner Frau den Namen Eva, Leben, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Wort des lebendigen Gottes.
In jener Zeit wurde der Engel Gabriel von Gott eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak bei der Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann bekenne? Der Engel antwortete ihr: Heiliger Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Siehe, auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im 6. Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Sie bitte Platz nehmen. Liebe Schwestern und Brüder, wer kennt nicht das Spiel, wenn etwas geschehen ist, was nicht so schön ist? Wer ist schuld? Wer ist schuld? Wer ist schuld? Wir Menschen sind immer an der Schuldfrage interessiert. Wer ist schuld? Und auch im Buch Genesis, den wir eben einen Ausschnitt gehört haben, der Sündenfall, beziehungsweise ist gerade geschehen, Gott ertappt in gewisser Weise Adam und Eva. Und auch hier beginnt dieses Spiel, das wir immer noch weiterspielen. Adam sagt: Ich bin nicht schuld, die Frau ist schuld. Die Frau sagt: Ich bin nicht schuld, die Schlange ist schuld. Schuld, Schuld, Schuld. Wir kennen das Spiel und wir spielen es immer gerne mit. Irgendeiner ist immer schuld und wir Menschen suchen gerne einen Schuldigen. Auch in den Krisen unserer Tage, auch den großen politischen Krisen, und auch in den Kriegen unserer Tage sind wir schnell dabei, Schuldzuweisungen auszusprechen. Putin ist schuld. Nein, die Ukraine ist schuld. Der Westen ist schuld. Hätte die NATO sich niemals so weit ausgedehnt, dann hätte es keinen Krieg gegeben. Schuld. Die Hamas ist schuld. Nein, Israel ist schuld, weil man die Hamas so behandelt hat. Schuld, Schuld, Schuld. Immer wieder dieses Spiel. Wer ist schuld? Und indem wir dieses Spiel immer weiter spielen, der gegenseitigen Schuldzuweisung, es liegt natürlich ganz nahe, dass wir das tun. Vielleicht gibt es dafür auch gute Gründe. Es geht hier heute Abend nicht darum, in einer Art politikwissenschaftlichen oder geschichtlichen Auseinandersetzung diese Konflikte auszuloten. Darum geht es mir nicht. Ich beobachte nur, indem wir uns immer weiter mit Schuldzuweisungen belasten, eskalieren wir auch Situationen. Weil die andere Seite immer schuld ist, können wir natürlich auch Gegenmaßnahmen rechtfertigen, die sozusagen eben die Gegenseite gut treffen. Schuld, Schuld, Schuld. Gott spielt dieses Spiel der Schuldzuweisung der Menschen.
menschlichen Schuldzuweisung nicht mit. Er durchbricht dieses Spiel der Schuldzuweisung, indem er sozusagen einen neuen Anfang setzt. Und dieser neue Anfang ist Maria. Sie ist die Magd des Herrn. Sie ist die Mutter des Gottessohnes. Und als solches wird sie gleichsam herausgerissen aus diesem Netz der Schuld, der Schuldzuweisung. Gott macht mit Maria einen neuen Anfang. Und er durchbricht mit ihr, und natürlich durchbricht er grundsätzlich mit Jesus diese Kette der menschlichen Schuldzuweisung. Sein Tod am Kreuz, der eben auch zurückwirkt auf die Mutter, der Tod am Kreuz, er durchbricht diese Kette der menschlichen Schuldzuweisung. Gott denkt ganz anders als wir Menschen. Und er fordert uns auf, auch anders zu denken und anders zu handeln. Eben nicht in das Spiel der Schuldzuweisung einzufallen, da mitzumachen, sondern wie Gott auszustarren. Nicht auf Gewalt mit Gegengewalt zu reagieren oder mit noch mehr Gewalt, sondern etwas anderes zu tun. Das, was wir tun können, ist das Gebet. Dieses Mittel gibt Gott uns in die Hand. Dieses vermeintlich schwache, kleine Mittel, aber dennoch so mächtige Mittel des Gebetes. Wir dürfen Maria immer an unserer Seite wissen, denn sie ist die Mutter der Kirche. Sie ist unsere Fürsprecherin. Sie ist die Königin des Friedens. Sie betet mit, auch heute Abend, wenn wir jetzt in der Heiligen Messe und gleich im Friedensgebet beten für den Frieden in der Welt. Mag dies nach außen so schwach und klein und gering erscheinen, so ist es dennoch stark. Wir dürfen sicher sein, dass Maria mit ihrer Fürsprache uns hilft, dass an diesem Ort der Wallfahrtskirche Klausen, dass an diesem Ort gebetet wird und dass dieser Ort dadurch ein Ort des Friedens wird, mitten in einer unfriedlichen, kriegerischen Welt. Wir, die wir beten, dürfen auch gewiss sein, auch mit uns tut dieses Gebet etwas, es bewirkt etwas. Auch wir sollen, wie Maria, Menschen, Frauen und Männer des Friedens werden. Mit Maria und mit Jesus wird die Kette der Schuld zerbrochen. Lassen auch wir uns ergreifen von Gott. Lassen auch wir uns erfüllen mit seinem Frieden. Reihen wir uns ein in die große andere Kette des Gebetes. Maria an der Spitze dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott aus dem Dunkel das Licht schaffen kann und aus Gewalt und Krieg Frieden. Amen. Thank you.
Sie beten zu Jesus Christus, der Maria zu seiner Mutter erwählte. Heilige deine Kirche und bewahre sie vor der Verderbnis der Sünde. Herr, erhöre unser Gebet. Herr, erhöre unser Gebet. Höre auf die Fürsprache der Gottesmutter und schenke allen Menschen Frieden. Herr, erhöre unser Gebet. Herr, erhöre unser Gebet. Tilge auf ihre Fürbitte die Schuld der Menschen. Herr, erhöre unser Gebet. Herr, erhöre unser Gebet. Lass in unserer Gemeinde das Lob deiner Mutter nie verstummen. Herr, erhöre unser Gebet. Herr, erhöre unser Gebet. Allmächtiger Gott, du hast die allerseligste Jungfrau Maria mit der Fülle der Gnaden beschenkt. Auf ihre Fürsprache erhöre unser Gebet durch Christus, unseren Herrn. Amen. Vor allen Heiligen ist sie ein Vorbild der Heiligkeit,
Ihre Fürsprache erfleht uns deine Gnade durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen, und singen wir aus einem Munde das Lob deiner Herrlichkeit. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leib unterwarf, nahm er das Brot und sagte dann, gab es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esst alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heils. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenk uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende deinem Volk in der Liebe. Vereine mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Stephan und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zu einem Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir beten heute Abend ganz besonders für die Verstorbenen der Familie Lanz-Thome, Michael Berg, für Adolf Paps und Alois Zucker. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, der Königin des Friedens, deren Bräutigam, heiligen Josef, deinen Aposteln
mit deinem Diener Eberhard, dem Gründer unserer Wallfahrt, mit dem heiligen Vater Dominikus, mit der heiligen Katharina von Siena, mit unseren Namenspatronen, mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Christus ist der Sohn der Jungfrau Maria und er ist der Sohn Gottes. Mit ihm beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, mächtiger Vater, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zur Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Maria sagt ihr Ja zum Plan Gottes. Gott erfüllt sie mit Heiligem Geist und sie wird zur Mutter des Herrn, sie wird zur Königin des Friedens. Herr Jesus Christus, du bist der Sohn der Jungfrau Maria. Du bist hier unter uns anwesend in deinem heiligen Leib und Blut. Schenke uns deine Gegenwart und erfülle auch uns mit Frieden. Der Friede des Herrn sei meine Zeit mit euch.
Land gekommen, um für den Frieden zu beten und zu ringen. Bitte helft uns dabei, dass unser Gebet und Gesang in uns ein Licht des Friedens entfacht, dass dieses Friedenslicht in uns sich ausdehne, sich auf andere Menschen, denen wir begegnen, übertragen und sich durch die ganze Welt ausbreite, auf alle Menschen, auf alle Erwachsene und Kinder, auf Christen, Juden, Muslime und Menschen aller Religionen und Nationalitäten, damit Frieden entstehe und das nicht nur zur Weihnachtszeit. Auf
Lieber Gott, stärke das Licht in uns, stärke unsere Gebete und unsere Lieder, damit unser Glaube gefestigt, unsere Freiheit erhalten, unsere Liebe bedingungslos, unsere Hoffnung gestärkt und Frieden durch Dialog, Verhandlungen, Vergebung und Versöhnung erreicht wird. Wir bitten dich, gib uns Frieden in unserer Welt, besonders in der Ukraine und im Nahen Osten,
damit die Menschheit am Leben bleibt. Gib uns Frieden auf der Welt, gib uns Frieden in diesen Zeiten, die Menschheit zusammenhält. Gib uns Freiheit, gib uns Freiheit, gib uns Freiheit auf der Welt. Gib uns Freiheit in diesen Zeiten, die Menschheit entstehen kann. Gib uns Liebe, gib uns Liebe auf der Welt. Gib uns Liebe in diesen Zeiten, die Menschheit. Gib uns Hoffnung, gib uns Hoffnung auf dieser Welt. Gib uns Hoffnung in dieser Zeit. Lieber Gott, gerade in der jetzigen Adventszeit, die Vorbereitung auf dein Fest der Liebe und des Friedens auf Weihnachten, wollen wir deiner Geburt gedenken. Du hast damit einen Beginn gesetzt, einen Beginn für Frieden für die Welt. Auch wenn es manchmal den Eindruck macht, dass die Hoffnung am Ende ist, lass uns zusammen mit deinem Engelschor in der kleinen Weihnachtsgeschichte für den Frieden in der Welt unsere Stimme hören. Der Engelschor, der Gott vom Himmel sei.
Es sei so viel,
Lieber Gott, wir haben hier für den Frieden in der Welt gebetet und gesungen. Wir haben in unserem Herzen ein Friedenslicht entwickelt. Lass uns dieses Friedenslicht hinaustragen in die Welt, zu allen Kranken, zu allen Alten, zu allen Kindern, zu allen, denen wir begegnen. Wir danken dir und allen, die hier mitgebetet und gesungen haben, dass du unsere Friedensenergie hinausträgst und für eine bessere Welt sorgst. Seht auf das Licht.